Der Philosoph Epiktet sagte einst, je mehr wir die Dinge schätzen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, desto weniger Kontrolle haben wir. Die Vorstellung, dass wir überhaupt Kontrolle haben, ist eine verrückmachende und doch verlockende Illusion. Wir haben keine Kontrolle über den Lauf der Zeit, die Hitze der Sonne oder die Handlungen anderer. Unsere Körper bestehen aus Zellen, die wir nicht gewählt haben. Und selbst unsere Gedanken sind nicht vollständig unsere eigenen. Oft mehr von äußeren Faktoren beeinflusst als von wahrem Bewusstsein. Mit so viel, was außerhalb unseres Einflusses liegt, kommt eine Freiheit, wenn wir uns dem hingeben. Wenn wir die Dinge aufgeben, die uns nicht dienen, schaffen wir Raum für das, was uns dient. Wir können Schuld, Urteil und Angst loslassen und sie durch Hoffnung, Akzeptanz und Vertrauen ersetzen. Weit entfernt davon aufzugeben, erlaubt uns das Hingeben nachzugeben. Nachzugeben in die Arbeit des Träumens, ohne das Ergebnis erzwingen zu wollen. Du lässt die Sorge los, nicht den Traum. Und wenn wir nicht nur auf unsere eigenen Ressourcen angewiesen sind, können wir die Idee zulassen, dass vielleicht Magie möglich ist. Vielleicht geschehen Wunder. Vielleicht gibt es eine höhere Macht, die am Werk ist. Es gibt einen Raum zwischen dem Streben nach etwas und dem, es auf sich zukommen zu lassen. Es gibt eine Lücke zwischen dem Wollen eines Ereignisses und dem Wissen, dass du es nicht brauchst. Dort erlangen wir Kontrolle, indem wir sie loslassen. Dort finden wir die Magie. Manche Menschen nennen es Gott, andere nennen es Karma oder Schicksal. Aber welchen Namen du ihm auch gibst, vertraue darauf, dass du Teil des Gewebes dieses Universums bist und das, was du suchst, auf dich sucht. Gib ihm Raum, dich zu finden.